Ja, hallo, ihr Lieben, der Ralf hier von Living to Go und herzlich willkommen in Greve in Chianti. Ein wunderbarer Stellplatz, kostenlos, mit allem Service außer Strom. Der Stellplatz vor allen Dingen deshalb so gut, weil er für die Route SR222 so als Startpunkt gut geeignet ist. Hier kann man sich nochmal fern entsorgen und dann diese wunderbare Strecke Richtung Siena fahren. Ich nehme euch mal schnell mit auf meine Stellplatzkarte und zeige euch, wo der Platz genau liegt. Ich weiß nicht, ob ihr meine Stellplatzkarte schon kennt. Hier sind alle Stellplätze, auf denen ich übernachtet habe, eingezeichnet. Aber auch Städte, die ich besucht habe, sogenannte Point of Interest. Und auch Wanderungen. Die roten Icons sind Stellplätze, wo ihr Geld bezahlen müsst. Die grünen sind offizielle Stellplätze, die kostenlos sind. Und die mit P gekennzeichneten Icons sind Parkplätze, wo ich übernachtet habe. Klickt ihr auf eines der Icons, bekommt den Videolink hier angezeigt. Und dann könnt ihr hier draufklicken und seid sofort bei dem Video. So unglaublich viel ist nicht zu berichten. Das ist halt so ein runder Platz, wie ihr seht. Ja, 17, 18 Wohnmobile gehen hier so drauf, würde ich mal so sagen. Die Plätze sind auch einigermaßen groß, ne? Also ihr seht ja, ne, hier ist eingezeichnet und hier haben wir dann noch so ein Stück Freifläche und dann kommt so der nächste Platz. Also das ist ganz gut und wenn man da hinten steht, zum Rasen hin, sowieso. Ja, hier versucht gerade wieder einer einzuparken mit sehr viel Gas. Mit dem Autofahren ist ja nicht so jedermanns Sache. Ja, wer nicht so gerne neben dem Gulli steht, wird es sehr schwer haben, weil jeder steht sozusagen gleich weit vom Gulli weg. Da gibt es nämlich nur einen in der Mitte. Da müsst ihr diesen Metalldeckel hochheben und da wird dann Toilette und Abwasser entsorgt. Ja, hier gibt es auch Mülltonnen. Schön farblich unterteilt, damit ihr auch bitte auch wisst, wo er was reintut. Ja, und da hinten in der Ecke, da ist dann auch der Wasseranschluss. Na, ihr müsst euch so ein bisschen reinzirkeln hier, je nachdem, wo ihr euren Wasseranschluss habt. Ja, hier neben ist ja gleich, ich will das jetzt nicht so zeigen, da ist, steht natürlich gleich ein Wohnmobil. Ja, aber zum Wasserzapfen geht's. Zum Entsorgen müsst ihr halt hier so in die Mitte fahren. Meine Bitte an euch, versucht den Gulli gut zu treffen, ne, damit keiner in den Nudeln von euch so rumläuft. Ja, von da kommt er gefahren, ne, dann müsst ihr da vorne so reinfahren und dann seid ihr gleich am Stellplatz. Der Ort Greve ist hier runter, circa 600-700 Meter zu Fuß gut zu erreichen. Schöner Ort, tolle Restaurants, leckere Pizzeria und Eisdielen. Also, da müsst ihr auf jeden Fall einen Stopp einlegen. Da. Das ist eine sichere Bank für einen schönen Abend. Ja, mir hat es hier gut gefallen. Die Nacht ist sehr, sehr ruhig. Internetempfang ist super. Ja, mit dem Hund, ne, kann man hier wunderbar ja, den Hund laufen lassen. Da hinten ist auch noch so ein Weg, ne, da kann man laufen. Also, von daher könnt ihr auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Was man bei dem Wasseranschluss wissen muss, und das habt ihr euch wahrscheinlich auch schon gedacht, jeder macht da seine Toilette sauber. Ne? Also ja, schüttet den da aus und dann geht er dahin und lässt da nochmal Wasser reinlaufen. Also keine Ahnung, ob so die Fäkalienbakterien von anderen euch so schmecken. Also na, hier, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie die Leute hier so vorgehen. Ja, ich weiß, ich dürfte sowas eigentlich gar nicht sagen und auch gar nicht zeigen. Aber ich werde nicht müde, sozusagen wie Don Quixote, immer darauf aufmerksam zu machen, doch vielleicht auch so ein bisschen an andere de zu denken, die da euch nachfolgen und entsprechend zu handeln. Ja, aber ansonsten kann man den Platz, wie gesagt, empfehlen. Vielen, vielen Dank an die Gemeinde. Ne, ist ein kostenloser Platz, der auch ja, oberhalb des italienischen Durchschnitts liegt, finde ich, was Sauberkeit und so weiter angeht. Also ja, und wie gesagt, idealer Ausgangspunkt, um sich hier nochmal zu fern entsorgen und dann diese SR 222, ist eine wunderschöne Straße Richtung Siena zu fahren. Seid ihr die noch nicht gefahren, solltet ihr das solltet ihr da auf jeden Fall fest einplanen in eurer Urlaubsplanung, wird euch gefallen. Ich habe im Moment nicht so tolles Wetter hier, aber man muss auch mal verlieren können. In dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schrottfreien Flug, wunderbare Übernachtungsplätze und ja, bleibt mir gewogen. Bis dann. Tschüss.